Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Testrix. Ja, herzlich willkommen. Wir spielen wieder Dark Orbit. Und ja, nichts Neues. 1-1 ist ein Feind, den wir gerade suchen. Da ist er! Da ist er! Wo? Da! Lol. Ich denk's mir auch gerade. Ja. Also so schnell kann's gehen. Sicher eine Wang, ja, und wie das eine Wang ist, Alter. Das ist eine Spearhead, das ist oder eine Spearhead. Ja, habe ich gesagt, eine Spearhead ist es, habe ich von Anfang an gesagt. Ich war es zuerst, ja. Du hast überhaupt nichts gesagt, ja. Also leise. Ich will ihn noch haben, Und er ist durchgestellt. Was heißt denn nicht angriffszone, Junge? Ich bin auch durchgesprungen, Ich bin schon auf 1-2, wahnsinnig auf der Map, bei Schuh lang nicht mehr. Ja, das war beim letzten Mal. Der ist betrüben bei dir, links oben. Ich fahr doch dein Zeit bei mir NAZ, Mann, der Homo. Ich habe ihn geklickt, aber er flüchtet schon wieder. Und meine Pet ist am Gate. Okay, ja, ich lasse es. Okay, was machen wir? Ja. Gute Frage. Auf zu Map 2-6. Nee, lass 2-7. 2-7 ist lustig. Auf zu Map 2-7. Vielleicht sind da meine Zitas. Vielleicht stehen die noch immer da von gestern. Ja, voll. Nee, ich war heute schon auf 2-7. Aber egal. Vielleicht stehen jetzt, was ich brauche noch da. Drei Stück, Leute. Ich brauche noch immer drei ganze Stück. Drei Stück. Und mein Handel ist auch vorbei. Ich habe eine Buße nicht gekriegt. What the fuck? Ich habe gefragt vor dem Video noch, ob du gib. Ja, ich habe geboten, aber nicht so, dass ich gewinne. Ich habe einfach einmal drauf geboten und ob ich gewinne oder nicht. Das ist die Überraschung, mein Kumpel. Was so? Ja, und wo sind die versprochenen Zitadelle? Du hast gesagt, hier sind 17 Zitadelle. Er hat mich tatsächlich angelogen. Was laberst du? Da oben, da oben. Da sind ja mal ein paar Spieler. Die schießen wir jetzt ab. Die knallen wir jetzt mal ab. Dann ist meine Quest auch schon immer ein bisschen besser fertig. So, Quest ist bald fertig. Habe ich schon, wie viel? 156 von 750 Goliaths, Leute. Da könnt ihr euch mal was abschauen. Jo. Wohin? Wohin? Kannst du es nicht fliegen? Kannst du es ja zu dir hin? Dann fliegst du wieder so weg. Ich auch. Weil ich denke, du folgst mir und du denkst, ich folg dir. Ja, wirklich. Wir sitzen am Teamspeak ja und kommunizieren nicht einmal. Ja, wie das ist. Lass mal links runterschauen. Nee, nicht jumpen. Lass mal links runterschauen. Ob da noch irgendwo Feinde sind. Du bist schlecht. Tja, aber nicht so schlecht. Du, haha. Ja, danke. So. Danke. Mein Erebus ist auch ausgelaufen, Leute. Ich war rum, ja. Hey, du bringst mal 5% mehr. Schaut, Damage Boost, alles ausgelaufen. Was ich noch habe, ist Hitpoints Booster, EP und. Das heißt Cooldown Booster, genau ist das. Ja, alles meine Booster. Am liebsten würde ich dich jetzt abschießen. Kristallin, nee, Kristallon. Und das ist ein Goli und wir jumpen direkt natürlich durch. Okay, ich fliege jetzt auf 2-8, los. Nee. Doch. Lol, ich hab mein Penner. Wow. Egal. Ja, was? Ha? Was? Los, ha? Wo? Wir waschen hier los. Na nix, was lass ich doch. Wir waschen hier los. Unglaublich, was sich da schon wieder abspielt. Wir sind gerade auf der Map 2.5 und es geht schon wieder Vollgas los. Hier sind Gegner ohne Ende. Wir sind ganze Zeit unter Dauerschaden, wissen nicht, was wir tun sollen. Ja, Server komplett überlastet. Ihr seht, die Hänger, die sind abnormal. Also bei dir läuft sich alles flüssig. Ja, also ich weiß, ich bin gerade noch am Rennen nebenbei eigentlich und ist eigentlich recht schön alles. Und warte mal, meine FPS sind auf 54, 60. Läuft bei mir also. Also meine FPS sind bei 1. Bei mir waren sie beim Durchschauen gerade auf 48. Bei mir sind sie jetzt bei 2. Okay, jetzt sind sie 14. Musst halt eine zweite Grafikkarte rein haben. Nee, bringt sich eh nix. Nee, ich kriege in den nächsten 2 Monaten nochmal ein PC. Wahnsinn. Da oben ist was. Da ist ein Rapschiff, wenn du weiter geradeaus fliegst. Ah, nein! Okay, dann hol ich mal das Rapschiff. Ja, Junge, ich hatte gerade 2 Schiffe, Mann. Nicht nur du. Ich
hab immer eins mehr als du. Und? LOL, ja, wie die schon wieder rumpacken und nur schneller sind als du. Komm, ein Millimeter fehlt, dass ich den einhol. Komm! Alter, ich pack neben den rum. Alter! Hinter dir ist ein Elektron. Alter, oder genau bei dir. Das nervt einfach nur. Ja, das ist, weil ich nicht da bin. Es nervt sowas, was von brutal. Alter, neben PC liegt der Homo. Hey, der hat deine Pet gekillt, ich will ihn jetzt auch killen. Er hat's auf deine Pet abgesehen. Oha. Hey, da oben, oben, schau mal, oben, oben. Falter, Falter, Falter. Nein! Alter, ich würde nie, ich hätte mich lieber platzen lassen. Ein Insta-Schild kostet 1000 Uri, einmal sterben nur 500 Uri. Wo bleibt da die Logik? Keine Ahnung. Eine ACM-Mine kostet 100 Uri. Das eine so- Insta-Schilde brauchte 1110 ACM-Minen, ja? Kostet 1000 Uri. Mm. Irgendwas hat meine Bett gekillt, Alter. Scheiß Kristalline. Ja klar, Kristalline. Alter, da ist ja nichts los. Oh ja, Bonusboxen. Bonusboxen. 21 Uri, 52 Uri. Hey, was ist heute los? Ich glaube, wir sollen Bonusboxen sammeln. Schieß mal Speed, Kubi. RSPX4. Ja, okay. Ausnahmsweise. Oh. Ausnahmsweise, weil du es bist. Hey, ich sehe gerade, ich habe auf dem zweiten Kopf kein Schild. So, Leute, so schießt man einen richtigen Kubi. Zu zweit. Wahnsinn. Und was bekommt man als Belohnung? 500 Uri, das zahlt sich nicht aus. 550 habe ich gekriegt. Wie viel hast du gekriegt? 524. Haha. Ist wegen meinem Rang und wegen meinem Level. Voll verarscht. Voll verarscht. Haha, fick dich. Hey, nicht diese Kraftausdrücke. Dann noch ein Kubi. Oha, wie viele Kristallinchen. Aber den Kubikon schießen wir jetzt schön in Ruhe. Mit mal eins. Hey, wir könnten mal nur Kubikon nur mit Raketen schießen. Ja, das schaffen wir nicht. Brauchst du mit drei Eigisen. Es ist aber nicht unschaffbar. Schön, dass du so auf dem Kubikon so intensiv draufballerst. Ja, ich schieß gerade Kristalline und Postkristalline ab, da so. Ist okay, es ist in Ordnung. Es ist genehmigt. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Okay, haben wir uns verstanden? Haben wir uns verstanden. Okay, passt. Wir haben uns verstanden. Roger. Over. Soll ich dir helfen? Okay. So. Danke. Alter. Nein, geh weg, ich mag dich nicht mehr. Geh weg. So Leute, gut, so habt ihr gerade gesehen. Das ist richtig nervig. Da oben wird auf jeden Fall gerade der Kubikon geschossen. Hier oben. Das Rapschiff schießt gerade den Kubikon und das Rapschiff ist tot. Und da ist eine Weng. Da ist eine Weng. Ich brauche noch 5 Erdenwengs für meine Quest. Alter, komm doch mal hinterher, meine Fresse. Schieß. Alter! Die hat die Scheißfähigkeit angemacht. Du kriegst das nicht, das ist so scheiße, Alter. Das ist so kacke einfach nur. Es regt richtig auf. Wo ist was getan? Ist was getan ist. Unter dir. Okay, jetzt rechts neben dir. Da unter uns. Wir werden ein bisschen verarscht. Du hast ihn im Lock. Ja, und jetzt? Komm schon, das stirbt nicht. Nein, was machen wir? Ha? Ich weiß nicht, ich will am liebsten da bleiben und mich anschießen lassen. Nups. Keine Ahnung, schau mal die Weng. Alter, meine Pet, die kriegen die Pet nicht mal down. Ja, das ist wegen nicht Angriffsschutz. Das ist voll der Fail. Du musst halt erst rausfliegen, ja, dass du ihn angreifen kannst. Ja, ich hab nicht Angriffsschutz, wie cool ist das, ha? Ja, das ist aber voll der Bug irgendwie, weil du siehst ja, wie alle auf dich schießen. Ja. Das ist mal richtig Bugpoint, ja. Flieg mal raus, Nico. Na, da schießen ja die auf mich. Kriegst du Schaden? Na, jetzt gerade nicht.
Da will's einer wissen, da will's wer wissen. Puff. Nee, doch nicht. Alter, das Rap-Schiff von denen, das ist so uncool. Und jetzt werde ich von so einem Noob verfolgt, weil sie noch glauben, sie könnten mich da irgendwie reißen. Ja, bam. Ist tot. Da, die Weng oder ein paar wollen es noch wissen, die versuchen es halt und wollen es wissen. Zwei Leute, der einmal die Weng und irgendein Goli. Ja, ich weiß, sollen sie es nur versuchen, ja, ganz ehrlich. Keine Ahnung, die Goli, die soll man nur hinterherfliegen, die kann es versuchen, probieren, aber es wird nicht wirklich hinhauen, auch wenn es so danach ausschaut. Schieß auf die Goli, schieß auf die Goli! Der macht Dienstschild. Schießt sie auf dich? Okay. Ja, hat auf Alter, schau mal meine Hitpoints an, das war jetzt schon knapp. Wenn man, wenn man geschwächt wird, ist das scheiße, Alter. Ja. Okay. Ich reib mich kurz voll, du schießt aber an eine Bosskristalline. Und wir schauen uns einfach mal unsere Konfiguration an, in denen sie gerade aufladen. Hey, eine grüne Box, nee, brauche ich nicht. Ja, ich schon, aber da unten fliegt was. Ein Kubikon, ein Speed-Kubikon. Alter. Wieso kriegst du sowas geklickt, Alter? Das ist ja voll... Das ist, nichts, ja. Ja, da kann eh nix, der Lappen, Alter. Ich mach mal eine PLT-Rakete, dass du mal weniger Schaden kriegst. Alter, soll ich jetzt auch mal auf die Damage-Konfi wechseln? Lol, die MP jetzt ersparen können. Ja, und weiter. Nee, meine Fähigkeit läuft noch immer. Lass mich mal treffen. Ach ja, fliegen wir mal kurz zum Stein. Bauen wir eine Base auf. Ja, machen wir wirklich? Na, will ich nicht. Aber da haben wir ein Modul einbaut, Alter. Meine Module sind voll im Arsch. Ich hab alle gerettet letztens. Das ist so lustig. Ich weiß auch nicht wieso die überhaupt immer im Arsch sind, Alter. Mein Shield-Backup, das muss ich auch mal dann nachbauen. Das baut ja, sich so langsam auch nach. Vom Shield-Backup habe ich nur noch 16 Stück. Und von Gefechtsrosen noch 12. Geht schon weiter. Gut, wir fliegen nochmal kurz zum Gate jetzt rauf. Zum Gate, Leute, das Gate, das rechte obere Gate auf der Map 26. Alle, die jetzt gerade zuschauen, wir fliegen da jetzt rauf, wenn ihr einen gratis Abschluss haben wollt. Fliegt jetzt dorthin. Genau jetzt. Jetzt in diesem Moment fliegen wir auch dorthin, ja. Schön blöd, dass es kein Livestream ist. Ja, gell. Sonst hätte ich eigentlich voll die Stalker ganz hinterher, weil sie würden sich das anschauen und dann wüssten sie immer, wo ich bin und dann schießen sie mir noch. Ja, wirklich. Ich jump 2-8. Und fliege einmal kurz zur Base rauf. Ja, klar. Verstehst du? Das ist irgendwer getarnt. Da schießt RSBX4 auf mich. Ja. Aber ja. Irgendwer hat sie nicht getarnt und ich kriege kein Damage. Ist lustig. Klar, nee. Ist klar, nee. Das ist sicher dieser. Das ist sicher wieder der von DLG. Das soll ich jetzt glauben? Mein Freund. Das soll ich jetzt dir glauben? Hm? AF ist auf 3-8. Ganz sicher, nee. 2-8 ist eigentlich gerade gar nichts. Da stehen nur ein paar Spieler an der Base und die sind gerade am. Ja, die sind schlecht. So wie du also. Scheiße, ich werd verfolgt. Von? Ja, von der Weng, aber die. Das macht eh nichts. Die kann nichts, Alter, die Weng. Schau mal, die fliegt nur weg. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, und die Weng fliegt weg. Naja. Gut, naja, wir haben eigentlich jetzt die 2-8 eingenommen, aber ich werde auch die Folge jetzt wieder hiermit beenden, ja. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gut gefallen mit den Andreas an meiner Seite. Ja, Wahnsinn. Was heute hier da weitergegangen ist, der absolute Knaller.
Aber schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr wieder mehr den Andreas sehen wollt. Und wenn nicht, dann schreibt einfach nichts über den Andreas rein. Und wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Mal. Schaltet da wieder ein. Nicht zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.